Ja, hallo Freunde, es ist wieder mal Autotalk-Zeit. Und wie üblich, wenn ich Spätschicht habe, mache ich mir Gedanken über das E-Dampfen, Dampfen, E-Rauchen, sonstiges, was damit zu tun hat. Habe heute Morgen wieder mal einige Artikel gelesen und bin da auch drauf gestoßen und habe das auch bei mir auf meiner Facebook-Seite kundgetan und habe das auch durchgelesen. Und zwar ist es eine Seite, die nennt sich Medizinanwalt.tv. Und dort steht, oder besser gesagt, da hat ein fachkundiger Anwalt einen sehr guten Artikel verfasst und auch ein YouTube-Video gemacht, dass die, Ankündigung der Regierung, die nikotinhaltigen Liquids als medizinisches Produkt einzustufen, ja doch nicht ganz so einfach ist, wie ich mir das am Anfang gedacht habe. Auch ich bin dem Artikel ein bisschen verfallen gewesen am Anfang und war auch ein bisschen geschockt und habe auch ein Video darüber gemacht, armes Deutschland. Und es folgten dann auch einige Statements von anderen Dampferkollegen. Und ich habe mich jetzt noch ein bisschen kundgetan und bin auf die Seite gekommen und dann habe ich mich ein bisschen entspannt. Entspannt in diesem Sinne, dass ich sagen kann, naja, warten wir es jetzt doch mal ab, was dabei rauskommt. Nur Luft oder Dampf mit Luft oder etwas mehr, man weiß es nicht genau. Deswegen habe ich beschlossen, ich werde jetzt mal das Thema zur Seite legen und werde mich mal überraschen lassen, was denn hier noch alles auf uns zukommt und was hier alles noch für einen Dampf hochsteigt. In diesem Sinne rate ich euch auch, vielleicht nicht ganz so hektisch zu machen und nicht alles so ernst zu nehmen, wie es denn auf den ersten Eindruck scheint. Wie gesagt, ich bin da drauf auch ein bisschen reingefallen, muss ich sagen. Es lohnt sich dann aber dann doch nachzuforschen und auch im Internet mal einen Teil seiner Zeit zu verbringen mit der Nachforschung dieses Artikels. Es gibt da auch ein schönes PDF von dem Raucherverband, der wo alle Fragen der Linken beantwortet auf seine Art. Das habe ich mir auch durchgelesen, besser gesagt, ich bin dabei. Das ist natürlich eine riesige, das sind ja mehrere Fragen, das sind ja 46 Fragen, glaube ich, genau waren es. Und die werden alle eigentlich von dem Raucherverband beantwortet. Auch das findet ihr in Facebook oder YouTube, müsst ihr mal gucken, oder in Google müsst ihr mal nachschlagen. Ich weiß jetzt die Adresse nicht genau, aber das ist auch hochinteressant und da kann man auch viele gute Tipps sich rausziehen. Also wie gesagt, dann lest darüber mal nach und ich bin ein bisschen beruhigter jetzt. Also ich habe schon ein bisschen Angst gehabt, dass das alles ein bisschen wieder dass ich das alles
in Kontrarichtung Dampfer wieder entwickelt. Und naja, die Regierung muss jetzt erstmal beweisen, was sie da jetzt gemacht hat, und muss jetzt erstmal sehen, dass sie damit klar wird. Ich denke, da werden auch einige vielleicht sogar klagen von den Jobs. Ich weiß es nicht genau, aber ich könnte mir vorstellen, dass hier doch einige sind, die sind verärgert, und es gibt auch einige, bestimmt, die haben einen Rechtsschutz und die werden sich das vielleicht auch nicht gefallen lassen. Wie das weitergeht, bleibt spannend, bleibt, ja, es bleibt interessant, aber ich denke mal, vorerst wird es doch keine so großartigen Konsequenzen haben, aber es wird spannend bleiben. Deswegen bleibe ich auch am Ball und deswegen werde ich mich auch weiterhin dafür interessieren und werde auch weiterhin die Ohren aufhalten und werde es euch auch dann berichten, wenn ich was habe. Und ja, so sieht's aus. Und ich wollte euch das nur mal mitteilen, wieder mal in einem kleinen Gespräch hier vor der Arbeit. Und ich hoffe, es hat euch irgendwie ein bisschen weitergebracht. Ich für mich, wie gesagt, bleib mal ein bisschen ruhig jetzt. Also ich lasse die Füße ruhig hier. Weil ich denke, da muss jetzt erstmal was folgen aus diesem Statement, wo die Regierung gemacht hat. Und was daraus folgt, das weiß man jetzt ja ganz genau. Also, viele Grüße an euch. Habt noch einen schönen Tag und wie immer, bleibt mir gewogen und man sieht sich auf jeden Fall diese Woche noch öfters. Macht's gut, Freunde.